Im Planer Norden, besser auf dem Weg zur Pfaffenmühle, konnte man vor allen Familien wandern sehen. Grund dafür war die Maiwanderung der Freien Presse, bei der laut Aussage des Regionalblattes ca. 1000 Wanderlustige die Schuhe geschnürt hatten. Verpflegungsprobleme gab es nicht. Wer die fahrende Theke vergessen hatte, für den gab es die Feldküche am Wegesrand, wie hier an der Rosengrabenstraße, bei der aber sicher die flüssige Nahrung absolut im Vordergrund stand. Aber egal ob Mensch oder Tier, Spaß gemacht hat es auf jeden Fall allen. Aber auch am Nachmittag waren noch viele auf den Beinen, wie hier in der Neundorfer Gaststätte zum Steinbruch. Bei den einen erstreckte sich der Kurs nur durch das Dorf Neundorf, die anderen kamen jedoch über Kowitschwalde bestimmt zu einem größeren Fußmarsch. Aber egal, das Bier schmeckte auf jeden Fall und das ist die Hauptsache.